TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute Kachefleisch im Wrap. Hier die Übersicht über die Zutaten. Wir brauchen Kachelfleisch, einen Wrap. Wir brauchen gelbe Paprika, Tomate, Gurke und Salat. Smoking Zeus, Knoblauchgranulat, schwarzen Pfeffer, Salz, weißen Balsamico-Essig, Olivenöl, Joghurt. Ja, und dann legen wir mal los. Zuerst schnappe ich mir wieder einen etwas kleineren Alubehälter zum Marinieren des Fleisches. Das ist Kachelfleisch. Kachelfleisch ist vom Schwein. Das Fleisch ist nicht so sehr bekannt bei uns in Deutschland, aber sehr, sehr lecker. Zu vergleichen mit Hähnchenschlägel, die ausgelöst sind, ähnlich mit Fett durchzogen und sehr, sehr, sehr geschmackvoll, hat da einen sehr schönen Eigengeschmack. Ich mache es jetzt hier so, dass ich das Kachelfleisch mit Olivenöl etwas vormariniere, von beiden Seiten, damit nachher die Gewürzmischung schön hält. Bei der Gewürzmischung habe ich mich für Smoking Zeus von Ankelkraut entschieden. Smoking Zeus erinnert sehr stark an Gyros mit Knoblauch, roter Paprika. Sehr lecker. Wenn ihr Kachelfleisch noch nicht gehabt habt, probiert das auf jeden Fall mal aus. Fragt euren Metzger mal danach oder bestellt es online. Dort bekommt es auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Es ist super zum Kurzbraten und mal eine schöne Alternative zum alltäglichen Schweinenacken, der ja sehr oft auch bei mir auf dem Grill wandert. So, das kann man gerne auch über Nacht stehen lassen. Ich habe es jetzt nur für einige Minuten marinieren lassen, kurz nochmal anbrücken und dann können wir uns erstmal dem Salat zuwenden. Hier habe ich Naturjoghurt und gebe dann nacheinander Meersalz hinein, schwarzen frisch gemahlenen Pfeffer, etwas Knoblauchgranulat, Olivenöl und einen Schuss weißen Balsamico-Essig. Dann wird das Ganze glatt gerührt, tut euch selber einen Gefallen, nehmt eine größere Schüssel, als ich das gemacht habe. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Fleisch. Hier kommt es also in den direkten Bereich, zwei Brenner laufen auf volle Kanne. Und da kann man das Ganze dann von beiden Seiten scharf angrillen. Ich habe den Deckel auch offen gelassen zum Angrillen, den Grill ordentlich vorgeheizt, dass der gut Schub hatte. Und nach einer Weile drehe ich die Stücke erstmal ein Stückchen. Und dann ist es auch schon an der Zeit, die Stücke zu wenden. Mit so einer Gewürzmischung kriegt das Fleisch immer schneller Farbe, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man das Kachelfleisch Natur brät, verträgt es noch deutlich mehr Hitze. So, nach dem scharfen Angrillen ziehe ich es noch kurz in den indirekten Bereich, so für 20 Minuten bei 150 Grad. Habe ich es dann noch auf gut 60 Grad gar ziehen lassen. So, wir wollen das Ganze ja in den Wrap füllen. Dazu schnappe ich mir das Kachelfleisch und schneide schmale Streifen von dem Fleisch runter. Man sieht, es ist noch schön saftig, ein ganz helles Fleisch. Und wie gesagt, sehr, sehr aromatisch schon von sich aus. Dann geht's los mit dem Wrap. Den bauen wir uns jetzt zusammen mit einem schönen Salatbett. Dazu kommen dann Tomatenscheiben, ein paar Gurkenscheiben, da dürfen es gerne auch noch ein paar mehr sein. Dann mag ich dazu gerne noch gelbe Paprikawürfel. Und obendrauf dann erstmal die Salatsoße. Zum Schluss fehlt noch das Kachelfleisch.
davon ruhig ordentlich mit hineingeben. So, jetzt habe ich alle Zutaten beisammen und kann anfangen, den Wrap von unten zusammenzurollen, dazu eine Tasche schlagen und dann von links und rechts den Wrap zusammenklappen. Das war mein Video zum Kachelfleisch im Wrap. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen freundlichen Kommentar und wenn ihr mögt, lasst doch einfach ein Abo da. Tschüss und danke!